Servus meine lieben Freunde, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und recht herzlich willkommen hier zu einem neuen City Skylines Projekt. Ja, endlich ist es wieder soweit. Es kommt ein Projekt, wo ich auch mit euch ein bisschen am Quatschen bin. Ja, wir haben ja auf YouTube eine Serie, die heißt City Skylines, die perfekte Stadt. Das ist eigentlich ein komplettes Twitch-Projekt, was ich mit euch zusammen im Livestream dann aufbaue. Und die Stadt ist mega geil bis jetzt. Die ist noch lange nicht fertig, aber sie ist mega, mega geil. Und da bin ich jetzt auch schon einige Monate dran, diese zu bauen. Und auf YouTube sieht man dann immer so ein bisschen, sag ich mal, einmal im Monat vielleicht oder zweimal im Monat, wie die Stadt vorangeht. Ja, je nachdem, wie viel ich da eben dran am Rumbasteln bin. Ein bisschen privat bin ich da auch am Rumbasteln. Aber so größtenteils zeige ich das alles im Stream. Und ja, baue da eben eine perfekte Stadt. Ich weiß nicht ganz, warum ich es so genannt habe, aber mein Gott, ja. Auf jeden Fall, ja, City Skylines ist ja auf dem Kanal da schon zurückgekehrt und jetzt möchte ich auch mit weiteren Projekten da ein bisschen nachlegen. Ihr merkt es gerade jetzt in letzter Zeit, dass viele City Skylines Projekte gestartet sind, kleine Projekte, jetzt nichts, was irgendwie 100 Folgen oder so haben wird, sondern wo ab und an einfach mal so ein kleines Video zu dem und dem kommt, zum Beispiel zu den Autobahnen Auf- und Abfahrten oder ne, Autobahnkreuze waren es, wo wir da ein Video zu gemacht haben, was wir da im Workshop gezeigt haben und auch, weil ich einfach mal die ganzen Katastrophen testen wollte, weil ich eigentlich der Schönbauer bin und so eine Katastrophe, es tut mir im Herzen weh, wenn meine Stadt da drauf geht, habe ich da auch ein Video zu gemacht, wo ich einfach gedacht habe, hey, Los Santos bietet sich dafür an, zerstöre ich einfach mal, ja. Und ja, das sind aber Projekte, die, sag ich mal, wo jetzt eine Folge beinhalten und das war's dann. Aber so die längeren Projekte ist so die perfekte Stadt oder was auch noch da im Nachhinein geplant ist. Ich habe ja einige Maps mir rausgesucht von Anfang an, wo ich bebauen möchte, die ja auch in der Kollektion drin ist seid. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Da sind jetzt aktuell 4 Karten, glaube ich, drin. Darunter ist eine Insel, ein europäisches Setting. Dann diese japanische Zeichen ist die perfekte Stadt. Und diese Karte heißt, glaube ich, Newbie Harbor. Ja. Also, wenn ihr die Kollektion aufmacht, wundert euch nicht, warum da 4 Karten drin sind. Diese aktuelle ist Newbie Harbor. Und ja, weil ihr da einfach Interesse dran habt. Die Mods bleiben immer gleich, deswegen mache ich da nicht immer eine extra Kollektion dafür. Weil, ja, das macht irgendwie keinen Sinn, für alles irgendwie eine extra Kollektion zu haben. Ich denke mal, das kann man verstehen. Falls Fragen sind, in die Kommentare damit. Ja, aber in diesem Projekt möchte ich, das ist rein für YouTube gedacht, sieht man auch, denke ich mal, an der Kameraführung. Es bewegt sich nicht wirklich viel, weil ich mir gedacht habe, ich möchte das angenehm für euch gestalten zum Anschauen und habe mir gedacht, okay, ich deaktiviere einfach mal, dass man über die Maus, wenn man an den Rand kommt, sage ich mal, hin und her fahren kann. Ich weiß gerade nicht ganz genau, wie das heißt. Und so, dass praktisch die Kamera stillsteht und ich einen Bereich aufbaue und dann ist halt praktisch ein Cut. Und ja, dann geht's zur weiteren Location und die wird dann bebaut. Was ich viel angenehmer finde als dieses hektische Hin und Her und links und rechts und oben und unten, gerade wenn man es auch ein bisschen schneller laufen lässt, ist es halt manchmal sehr unangenehm, weil halt ja so viele Bewegungen dann ja sehr anstrengend sein können. Und ja, deswegen dachte ich mir, ich mache das Projekt einfach mal in diese Richtung. Habe ich ja in meinem letzten Projekt, was ich nicht zu Ende gemacht habe, bei City Skylines auch schon so ein bisschen angefangen. Ich glaube nicht, das ganze Projekt war so, sondern es war dann am Ende, wo ich ein bisschen rumprobiert habe. Allerdings hatte diese Stadt auch keine Zukunft, weil die Performance einfach sehr schlecht war. Jetzt mit dem neuen System, muss ich sagen, läuft City Skylines sehr angenehm. Klar, ich habe nicht die meisten Frames, aber es ist halt einfach lagfrei und angenehm. Deswegen dachte ich mir, komm, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt möchte ich eine detaillierte Stadt bauen und möchte mir da auch wirklich viel Mühe geben und bin auch wirklich am Vorproduzieren. Ich sitze jetzt hier im November und das Video dauert noch ein bisschen, bis rauskommt. Ich möchte einfach, also wenn ihr es seht, ist es ist eigentlich egal, wenn ich das aufgenommen habe, ihr seht es ja gerade, ne? Aber es geht mir darum, dass ich einfach ein bisschen vorproduzieren möchte, damit ich schon so die eine oder andere Folge habe, weil ich dieses Projekt halt auch über das nächste Jahr ein bisschen weiterführen möchte. Ob es jetzt, also ich habe keine Ahnung, wie, also es wird auf jeden Fall ins nächste Jahr reingehen, aber ich weiß nicht, ob man da jetzt irgendwie einen Monat noch dran sitzen, keine Ahnung, wie groß die Stadt wird. Ich habe jetzt für die perfekte Stadt bei Twitch, möchte ich eigentlich so die größte Stadt bauen, ja, weil die Fläche es einfach möglich macht und hier möchte ich halt eine sehr detaillierte Stadt bauen, das heißt, wir können hier nicht irgendwie 200.000-300.000 Einwohner mit reinpacken. Ich möchte hier langsam vorangehen, man sieht es, ich fange an mit der Autobahnauf- und Abfahrt, gibt mir da auch wirklich viel Mühe. Da wird sich noch die Auf- und Abfahrt direkt ein bisschen ändern, weil ich was Cooles
ein bisschen zu spät gefunden habe, das werden wir aber gleich sehen. Aber hier sieht man schon, ich habe so eine kleine Raststätte reingebaut, baue so einen kleinen Platz, wo einfach Straßenfahrzeuge, also Straßenbaufahrzeuge irgendwie gelagert werden für Autobahnarbeiten und so weiter. Versuche auch jetzt nicht einfach nur Wald da rein zu platzieren. Hier habe ich jetzt so ein bisschen Wiese zwischen rein gemacht, weil ich will nicht einfach nur überall Wald hinsetzen, sondern ich weiß nicht, keine Ahnung, so ein paar Bäume sind ja cool, aber wenn du nur Wald hast, hast du da so, sag ich mal, so ein Plumpen an Grün. Aber ich finde es ganz cool, wenn da zwischendrin farblich vielleicht noch ein bisschen was anderes ist oder halt so eine kleine Lichtung, was das Ganze dann vielleicht auch so ein bisschen realistischer macht. Ihr wisst, ich bin wahrhaftig kein Meister in City Skylines, aber ich glaube schon, dass ich so ein bisschen kreativ bin. Die ganzen Sachen, die ich hier baue, die sind auch eher spontan, deswegen habe ich mir gedacht, ich setze auch einfach mal ein bisschen Sand auf die Straße da oben, weil das so üblich ist. Ja, nee, natürlich kommt das noch weg. Mir geht es einfach darum, ich überlege mir Sachen, ich kann sein, dass ich wirklich mal eine Stunde einfach in City Skylines verbringe und mir Sachen angucke, Locations und dann habe ich vielleicht eine Idee und dann baue ich die. Genauso wie mit der Auf- und Abfahrt. Und dann gucke ich einfach, ich baue die dann und dann gucke ich, was ich eigentlich alles abonniert habe. Ja? Deswegen werdet ihr mir, glaube ich, auch nie sehen, wie ich irgendwelche Assets suche. Na, ich habe ja, glaube ich, die Mod aktiviert. Ich weiß es gar nicht, oder die ist später noch aktiviert, weil ich die für die Auf- und Abfahrten brauche. Ja? Und diese seht ihr hier. Oh, ist ja perfektes Timing, ne? Ja, das ist eine sehr, sehr geile Sache, aber die werde ich nie verwenden, um irgendwas zu suchen, weil die meisten Sachen, ich gehe da durch, gucke, was passen könnte und baue es hin, ja. Jetzt aber mal zu diesen Auf- und Abfahrten. Junge, ist das cool. Das kam im November raus, Anfang November. Also ich wollte eigentlich was ganz anderes suchen. Ich wollte Werbetafeln, habe ich gesucht im Workshop, aber wie es so ist im City Skylines Workshop, jeder kann mir zustimmen. Es bleibt nicht dabei, was du suchst, sondern hey, guck mal das und oh, geil. Und da klickst du drauf, ne? Und genauso bin ich darauf gestoßen, weil das eben, glaube ich, vorgeschlagen worden ist, weil es eben beliebig ist. Da hat sich jemand die Mühe gemacht und hat Auf- und Abfahrten gebaut mit unglaublich vielen Teilen, ja? Man sieht es vielleicht manchmal, ne? Wenn ich gerade, sag ich mal, zum Beispiel den Zaun verlängere, da sieht man, wie viele Objekte eigentlich da drin stecken. Ne? Also die Fahrspurtrenner, das ist alles selber platziert. Der Asphalt unten drunter, das sind einzelne Platten. Da muss man sich auch sehr viel abonnieren. Ich habe mal dieses Hauptpack in die Kollektion gemacht, ne, mit diesen Auf- und Abfahrten. Achtet dabei rechts, was ihr alles benötigt, weil so die ein oder andere Mod braucht ihr dafür. Und natürlich auch die ein oder anderen Assets. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Weil der ist hingegangen, ich weiß nicht, wenn ich schätzen müsste, 100... 200 Assets, in einer so Auf- und Abfahrt, ich weiß es nicht ganz genau. Echt nicht. Also es sieht sehr viel aus, man kann das auch alles verschieben, es können auch nur 30, 40 sein. Also, hier seht ihr es, guckt ihr das an. Habt ihr es gerade gesehen? Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, du. Also da ist wirklich sehr viel drin. Ich habe ein bisschen Probleme, weil ja, ich habe vielleicht sagen wir mal eine Mod, die ich, sag ich mal, für diese Auf- und Abfahrten brauchte, habe ich aktiviert und die alte habe ich nicht deaktiviert gehabt. Deswegen konnte ich diesen Snap nicht ausstellen, wenn ich Objekte irgendwie in der Hand gehabt habe. Ja, das geht ja. Ich komme aber nicht auf den Namen, wie die Mod heißt. Da kann man ja den Snap ein bisschen ausstellen. Ja, und das ging nicht, weil ich eben zwei Mods aktiviert habe. Also die gleiche, die alte Version habe ich natürlich nicht deaktiviert, weil sich das irgendwie ersetzt hat und ich habe die andere auch nicht gefunden. Ich musste die halt deabonnieren. Das war ganz eigenartig. Auf jeden Fall, ja. Deswegen sieht man das eben manchmal und deswegen sieht es manchmal auch ein bisschen komisch aus. Deswegen probiere ich das zu umgehen, dass das irgendwie halt da nicht die ganze Zeit aneinander snappt, weil das ein bisschen nervig ist. Genau. So, hier kommt die andere Seite noch. Ich musste einfach hier wieder alles abreißen, weil ich fand das einfach so geil. Das war, also gerade weil man auch mit dem Traffic Manager, da kannst du hingehen und bei diesen Auf- und Abfahrten, kannst du das dann auch so managen, dass die Leute halt wirklich auch diese äußere Spur nehmen, also die Beschleunigungsspur oder halt auch die Abfahrspur, dass sie die halt auch nehmen. Das war halt standardmäßig ohne den Traffic Manager so, dass sie halt, ja, so wie bei normalen Abfahrten einfach, wo die Abfahrt ist, einfach abgebogen sind. Und hier ist es halt so, wenn man halt über den Traffic Manager ihnen das halt verbietet und die da wirklich vorne reinfahren lässt, dann sieht das halt auch sehr realistisch aus, was ich sehr cool finde. Deswegen, die Dinger, die sind Gold wert. Ich habe vor kurzem, bevor das rausgekommen ist, habe ich noch an sowas gedacht und habe mir das halt auch irgendwie schon gewünscht, ja, so innerlich. Und war dann echt happy, wo ich es gesehen habe, weil in Cities XXL, da habe ich früher ein YouTube-Projekt geguckt von jemandem und der hat genau, also dafür gab es auch schon mal so eine Mod, wo eben diese Auf- und Abfahrten
Ich weiß nicht, ob das als so Komplettset wie hier war oder ob das irgendwie, man konnte es glaube ich selber irgendwie zusammenbasteln mit den einzelnen Spuren und so weiter. Ja, bei Cities XXL, da bin ich raus, also das ist schon viel zu lange her, aber daran hat es mich so erinnert und daran habe ich auch vor kurzem gedacht und dachte mir so, ey, für Cities Skylines wäre das voll geil. Und dann bist du auf das gestoßen. Also da gibt es viel, viel mehr noch. Ne? Viel, viel mehr. Da gibt es auch, dass man zum Beispiel, ich meine sogar, dass man, wenn man zum Beispiel eine Schnellstraße baut, dann sieht es ja jetzt aus wie hier, wo ich gerade am Kreisverkehr anbringe. Wenn du, sag ich mal, zwei Spuren zu einer machen möchtest. Und dafür gibt es halt auch Verbindungen, wenn mich nicht alles täuscht. Das könnt ihr selber mal durchgucken. Also da ist sehr viel Stuff drin davon und das ist mega, mega cool. Also kann ich wirklich nur empfehlen, auch die Mods dann zu aktivieren und das Ganze. Es war ein bisschen viel drumherum, ne? Gerade wenn man vielleicht einen schlechteren PC hat. Ja, umso mehr Mods, umso weniger Performance. Man kennt es, ist bei mir genauso. Ne? Also ich habe einen guten PC, muss man wirklich sagen, aber halt auch bei mir ist es sehr, sehr. Also die Skylines frisst schon, ja, sagen wir es mal so, gerade wenn man so viel Zeug aktiviert hat. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber kann sich ja jeder für sich entscheiden. So, jetzt kommen wir aber zu dem Kreisverkehr. Ich nenne ihn auch ganz gern Verkehrschaos, weil ich glaube nicht, dass das so funktioniert, wie ich mir das denke. Hier habe ich gerade noch ein paar Verbindungen falsch gemacht, keine Sorge, das wird alles nochmal ausgebessert. Das sieht man aber nicht, weil ich mir gedacht habe, ich zeige mal ein bisschen, aber ist doch nicht so spektakulär, ja. Im Endeffekt von den Spuren kriege ich schon noch richtig hin. Also ich glaube, ich habe die innere Spur aus Versehen irgendwie komplett ohne Möglichkeit da irgendwie drauf oder wegzukommen davon platziert und so weiter, ja. Auf jeden Fall, bei diesem Kreisverkehr ging es mir darum, dass ich halt praktisch einen äußeren, was ich hier gerade platziere, und einen inneren Kreis habe. So, die äußeren Teile, da habe ich die mit dem Traffic Manager gezwungen, dass die halt dort wirklich nur nach rechts, zum Beispiel so rechts abbiegen und dann halt unten, also also im Beschreiben habe ich es, ne? Also, ihr wisst, was ich meine. Ich habe den Leuten verboten, dass es, sage ich mal, diesen äußeren Kreis, diesen äußeren Ring als Abkürzung nehmen. Falls das irgendwie möglich ist. Wir kennen sie, die Skylines. Möchte ich halt auch nicht. Oder dass es als Zwischending nehmen und dann wieder abbiegen und so weiter. Deswegen, wer da irgendwie abbiegt über diesen äußeren Kreis, der muss dann auch rechts wirklich, das ist wirklich eine reine Abbiegerspur. Darauf will ich hinaus, ja. Es sieht zwar komisch aus, aber ich habe das nochmal ein bisschen nachgebessert, was man jetzt nicht genau sieht. Und jetzt gehe ich ans Malen und dachte mir, hey, es sieht zwar ein bisschen komisch in Teilen aus, aber wenn das Ganze bebaut ist, dann merkt man das gar nicht mehr, ja. Also ich bin da kein Profi. Ich glaube, dass wenn ich hingegangen wäre und hätte das, sag ich mal, versucht, einigermaßen gerade zu gestalten, dann hätte das funktioniert. Ich habe ja die äußeren Straßen, habe ich ja jetzt nicht perfekt, also mit der perfekten Länge in alle Richtungen gemacht, sodass es halt gleichmäßig ist. Ich habe alles also mit Move-It hin und her geschoben, deswegen ist das doch eher schon so ein bisschen, ja, hat so die ein oder anderen Knick, aber hey, da wurde halt gepfuscht, kann man nichts machen, ne? Also es ist wirklich nur gering. Wenn man von oben guckt, sieht man so ein bisschen, es stört mich jetzt nicht wirklich, ich hoffe euch auch nicht, aber wenn er fertig ist, ne, man sieht es schon, dann erkennt man das fast nicht mehr. Also ich habe das gedacht, ich bebaue das einfach ein bisschen mit Steinen, dann kommt noch ein bisschen Grün dazu und dann hat man auch schon, glaube ich, einen coolen Kreisverkehr, wo es gar nicht mehr auffällt, wenn so ein kleiner Knick irgendwo in der Straße ist, ne? Ja, hier sieht man, dass ich halt praktisch so Büsche drumherum, da hatte ich ein paar Probleme, ne? Also ich kann ja Sachen auch auf Straßen zum Beispiel platzieren, ich hebel ja da einiges aus, aber zum Beispiel, wenn ich mit diesem Prop-Line-Tool heißt es, glaube ich, irgendwie agiere, dann ja, dann kann ich nicht über Straßen oder so bauen, das funktioniert irgendwie nicht. Deswegen habe ich das dann einzeln platziert und ja, diese roten Blumen dann auch perfekt. Also ich fand zu diesem hellen, diesen roten Kontrast, ich fand das super, das war echt cool. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, jetzt mache ich innen drin auch nochmal irgendwelche Bäumle rein, ein bisschen grün, aber ich kann euch schon mal sagen, dass ich das auf jeden Fall wieder wegmachen werde, weil in die Mitte, ihr seht schon, ich will da einen Stein platzieren, aber die sind alle so mega groß. Und das ist ein bisschen problematisch, ja. Weil, ja, ihr seht, es ist nicht nur der Stein, sondern da kleine Steine noch so mit drumherum, die Babysteine. Und da ist halt das Problem, dass sie dann halt mitten auf dem Kreisverkehr liegen, ja. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich diese Steinsäulen da rein, ja, mal das jetzt gleich innen noch aus und baue dann halt auch, dann ist es halt ein Steinkreisverkehr, ne. Dann ist es einfach vom Design her viel mit Stein. Ja, also von dem her, ich denke mal, das sieht ganz schick aus, oder? Was sagt ihr?
So, jetzt geht's hier draußen weiter. Jetzt habe ich mir gedacht, ich möchte einfach auch in der ersten Folge schon jetzt nicht nur eine Auf- und Abfahrt haben, sondern ich möchte auch hingehen und möchte schon so ein bisschen Versorgung haben. Also ich möchte einerseits schon ein paar Einwohner haben, dann möchte ich halt eine Arztpraxis, Feuerwehr, Polizeistation haben. Was habe ich noch gebaut? Ich glaube, einen Friedhof habe ich noch gebaut und ja, das, ich glaube halt dann die Stromversorgung, natürlich Wasser und Abwasser, ja. Das sind die Dinge, die halt am Anfang, finde ich, wichtig sind. Schulen habe ich noch nicht gebaut, da möchte ich dann direkt ein Gelände machen. Aber ich dachte mir so für die erste Folge, es reicht mir einfach nicht, die Auf- und Abfahrt zu haben und den Kreisverkehr, obwohl es von der Länge her ein bisschen zu lang geworden ist. Ich habe mich da ein bisschen, ich habe das unterschätzt. Ich dachte mir echt, durch das, dass ich es halt im Zeitraffer laufen lasse, wird es dann auch um einiges kürzer. Aber im Endeffekt hatte ich 2 oder 3 Stunden Aufnahmematerial, geschweige dem, was ich alles irgendwie weggeworfen habe und so. Bin da schon ein paar Stunden unterwegs auf der Karte. Habe ja auch die Map ein bisschen abgeändert, ne, mir ein bisschen angepasst. Zum Beispiel Auf- und Abfahrten habe ich komplett weggemacht, die habe ich gelöscht und habe das Gelände wieder angepasst, weil ich das halt alles selber bauen möchte. Die Leute, die bei Twitch dabei sind, bei der perfekten Stadt, die wissen, dass ich das alles selber baue. Dort habe ich zum Beispiel alles abgerissen, jede Autobahn, alles, was irgendwie durchgeführt ist, sondern nur, ich habe nur praktisch am Rand die Anbindung gelassen, ja. Hier habe ich jetzt halt die Autobahn auch gelassen, aber die ändere ich auch ab, ne. Also ich habe ja die Autobahn da so ein bisschen zusammengeschoben, das hat man vorher gesehen und wird es nachher nochmal sehen, damit die einfach so dicht aneinander ist, wie so eine Schnellstraße, weil ich das einfach schön fand und besser, als wenn in der Mitte halt so ein bisschen Platz ist. Keine Ahnung, gefällt mir halt so besser. Ich weiß noch nicht, was ich in die Mitte machen soll, aber das muss ich mal gucken. Auf jeden Fall habe ich mir halt vorgenommen, dass ich wirklich alles hier selber setze. Ich habe mir über Rico, habe ich mir alles ausgehebelt, also praktisch alles freigeschaltet, hier die ganzen Gebäude, also Wohngebäude, dann halt Gewerbe, Industrie, Büro, die ganzen Sachen werde ich selber setzen. Das ist ein bisschen aufwendiger, aber so kann ich ein bisschen kontrollieren, wie das Gesamtbild halt aussieht. Wenn ich jetzt das bauen lasse, dann ändert sich ja von der Stufe zu Stufe, von den Häusern, das Aussehen. Und so kann ich praktisch auch farblich, so von den Dächern her, anpassen, wie das Ganze dann auch, sag ich mal, in 200 Stunden noch aussieht. Ja. Ist ein bisschen angenehmer, wollte ich einfach mal probieren. Ich dachte mir, wenn, dann mache ich das mal komplett richtig und mache jetzt praktisch hier ein Dörfchen, ein Städtchen. Ich weiß noch nicht ganz, wie groß es wird. Es wird schon noch ein bisschen was kommen, aber ich möchte jetzt keine, wie schon am Anfang erwähnt, riesen Stadt bauen, sondern ja, es soll vielleicht ein bisschen ländlichere Gegend werden. Natürlich werden wir an den Küsten oder so schon ein bisschen Urlaubsgebiet und so weiter bauen. Da muss ich allerdings halt gucken, ob man das, ob ich das halt wirklich machen kann. Das habe ich jetzt noch nicht gefunden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das bei Gewerbe mit drin habe. Das müsste ich mal schauen. Diese ganzen Urlaubsgebäude und so weiter, ob die da irgendwie separat drin sind. Das ist ein bisschen durcheinander ein Teil, ja? Müssen wir mal schauen. Genau. Hier sieht man jetzt halt den Friedhof auch noch, praktisch auch noch ein Wohngebiet. Und dann gehen wir gleich noch zur Stromversorgung. Und das war mir halt wirklich für den Anfang das Wichtige. Hauptsache sie funktioniert. Ich will auch hier überall schon schöne Wege mit reinmachen, dass die Leute halt auch zu Fuß gehen. Weil ich habe, ihr seht es, sehr viele Einwohner schon, weil die ganzen Häuser hier ausgebaut sind. Da kommen, ich weiß nicht, wie viele in so einem Haushalt wohnen, aber es sind einige. Also die Einwohner sind gut gestiegen. Und man sieht es jetzt natürlich nicht, aber ich red von dem, was ich weiß ja schon mehr als ihr, ja. Deswegen, ich baue ja, glaube ich, gerade aktuell komplett im Pause-Modus. Weil, ja, ich habe ja auch nicht so viel Geld. Na, ihr seht, das Geld schwindet. Ich bin mit 700.000 gestartet. 715.000 sind es, glaube ich, weil ich ja die Gebäude alle freischalte und auch die 81 Teile-Mod, weil ich mir einfach die Freiheit lassen möchte, dass ich einfach selbst entscheiden möchte, wo ich was hinbaue. Und es mir jetzt nicht von Stufen irgendwie vorjaukeln lassen möchte. Kann man das so sagen? Ich möchte halt nicht, dass mich irgendwie das Spiel von den Stufen her da ein bisschen behindert, weil ich bin halt jemand, der kreativ baut oder auch schön baut. Und da muss man halt sagen, brauche ich halt auch die Gebäude und auch ein bisschen die Freiheit zu bauen, was ich möchte. Deswegen habe ich halt die 700.000. Was ihr aber seht, ist nicht viel, weil ich habe jetzt schon davon einen ordentlichen Teil verloren. Das ist es halt. Und ich hoffe, dass wir das ganze Projekt auch wirklich gemütlich so bauen können. Also ohne, dass wir uns unendlich Geld aktivieren müssen. Ich weiß es allerdings noch nicht. Also für die nächste Folge ist geplant, das Gewerbe und wahrscheinlich Industrie, damit ich einfach auch ein paar Einnahmen habe.
Das werde ich auch selber setzen. Müssen wir mal schauen, ob das funktioniert. Da brauche ich aber, glaube ich, auch das Schulgelände muss dann auch in der nächsten Folge kommen. Und da müssen wir halt schauen, weil da muss ich auch ein bisschen aufpassen, was ich baue. Von der Industrie her, weil ich kann ja nicht die große Industrie direkt bauen. Das funktioniert ja nicht. Na, weil da habe ich ja riesen Probleme. Wenn ich jetzt die große Industrie baue und habe noch keine Schulen, ich muss mal gucken, aber ich meine, eine Schule musst du weiterhin haben. Auch wenn die da in der Villa wohnen, wenn die Schule nicht ist, sind die ungebildet und dann geht die Industrie direkt bruch. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da muss ich halt nächstes Mal ein bisschen gucken. Ich habe mir zum Gewerbegebiet schon ein paar Gedanken gemacht. Wie schon gesagt, ich bin oft unterwegs und denke einfach nach auf City Skylines. Und dafür habe ich schon eine Idee fürs Industriegebiet, allerdings noch nicht. Da müssen wir gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen, weil ich brauche halt Geld. Ich brauche Einnahmen. Wir sind jetzt nicht so ganz im Minus. Ich glaube im Endeffekt, auch wenn man es nicht sieht, sind glaube ich 200, 300, 400, wo wir jetzt im Minus sind. Aber ja, ihr wisst, wie schnell das gehen kann. Und bei 160, 70, 80.000, was wir am Ende dann raus haben, da bleibt nicht mehr viel übrig. Und da überlegt mal, wie viel Geld ich einfach rein investiert habe in dieses kleine Städtchen. Na, ja, das ist schon krass. Also, gerade die Auffahrt hat viel gekostet, weil ich die halt auch immer mal wieder abgeändert habe. Klar, hier ist so Solarzeug, das kostet halt viel, ne? Und Solarkraftwerk kostet viel, braucht man nicht drüber reden. Und dann halt die Versorgung natürlich. Geht schon ins Geld. Aber ich dachte mir halt, komm, ich mache mir da keinen Stress. Zur Not aktivieren wir halt unendlich Geld. Dann ist es halt so. Können wir halt nichts dran ändern. Aber, ja, solange es ohne geht und solange ich das irgendwie hinbekomme mit Steuern oder so, ich denke mal schon, dass wir was hinkriegen. Ich bin nicht ganz unerfahren in City Skylines. Und ja, drückt mir die Daumen. Drückt mir die Daumen. Auf jeden Fall bei diesem Projekt werde ich jetzt aktuell ein bisschen vorproduzieren. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Kommentar schreibt, was ich zum Beispiel in Folge 2 machen sollte, ja, wundert euch nicht. Das werde ich wahrscheinlich nicht machen, weil Folge 2 wahrscheinlich schon lange abgedreht ist. Ja. Ich möchte einfach ein bisschen Puffer haben, weil dieses Projekt echt viel Zeit in Anspruch nimmt. Und deswegen hoffe ich auch, dass es euch wirklich gefällt, sowas mal wieder. Ja, es ist halt kein Arm, also es ist nichts, was ich irgendwie mache, na, ihr kennt das. Aber mittlerweile bin ich, glaube ich, bei einem Punkt angekommen, gerade weil ich ja auch mit Twitch viele verschiedene Spiele spiele, dass ich bei YouTube jetzt auch mal irgendwie hoffentlich das City Skylines Projekt auch gut durchziehen kann. Ja? Also ich bin motiviert, ich habe extra gewartet. Ich habe lange überlegt, weil ich ja oft ein City Skylines Projekt in der Vergangenheit angefangen habe und dieses Projekt nicht fertig gemacht habe. Ja? Aus welchen Gründen, ich weiß es schon gar nicht. Vielleicht die Performance, vielleicht auch die Lust verloren. Ja, vielleicht keine Zeit, ich weiß es nicht. Aber mittlerweile ist es ja so, dass ich jetzt schon an der perfekten Stadt schon lange am Basteln bin und City Skylines auch privat sehr viel spiele. Und daher habe ich mir gesagt, komm, jetzt ist dieser Zeitpunkt gekommen, jetzt möchte ich irgendwie dieses Projekt machen. Das will ich schon ewig machen, so ein Projekt. Und ich ziehe das durch. Ich ziehe das jetzt einfach durch, deswegen produziere ich auch vor. Und weil es mir einfach wichtig ist, dass da auf jeden Fall schon gut Content ist, bevor das Projekt überhaupt startet. Und dann kann ich es gemütlich weitermachen, ja. Und ja, mal gucken, wie viele Folgen ich hinbekomme bis zum Starttermin. Ich hoffe auf jeden Fall, euch gefällt es, dass wieder City Skylines kommt, gerade auch in dem Projekt, wo ich ein bisschen mit euch quatsche. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Kommentare kann ich aktuell beantworten, das ist gar kein Problem. Aber wenn es halt wirklich Sachen sind, die das Spiel betreffen, sag ich mal, oder den Spielfluss, dann ja, wundert euch einfach nicht, warum das in der nächsten Folge dann nicht unbedingt dann geändert wird oder gemacht wird, weil ja, wahrscheinlich bin ich da irgendwie halt, ja, schon bei Folge 5. Na, das funktioniert halt so nicht. Na, deswegen, ich bin ja auch in der Hinsicht, baue ja kreativ und daher kriegen wir das schon irgendwie hin. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Genießt das Cinematic, hier ist es. Und ja, seht diese wunderbaren Auf- und Abfahrten. Guckt euch das an. Geil, oder? Jetzt seht ihr nochmal so ein bisschen Cinematic. Hier seht ihr auch nochmal den Platz. Alles schön aufgenommen. Und ich hoffe, euch gefällt's. Ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt, City Skylines, Projekt 2020 nennen wir es einfach. Ja, habe ich jetzt entschieden? Projekt 2020. Perfekt. Ich wünsche euch was. Macht's gut und genießt die Aufnahme.